Mein Name ist Farhad Hussein. Ich komme aus Syrien. Ja, ich bin 26 Jahre alt und ich wohne in Gronau. Und ich bin in Deutschland seit 2 Jahren und ich arbeite als Maler. Ja, und ich arbeite bei Festhof Firma. Ja. Nein, ich habe in Syrien überhaupt nicht Deutsch gelernt, aber hier in Deutschland ich habe 6 Monate eine Integrationskurs gemacht bei Chance. Und ich habe ein bisschen schwerer gemacht, weil in Deutschland war zu viel reden. Ja, nach 6 Monaten ich habe auch 3 Monate zu Geber gegangen. Ich habe 2 Monate Arbeit wie Praktikum und 1 Monat zur Schule ein bisschen lernen. Und dann ich habe einen Vertrag von Arbeit gemacht und ich bin glücklich, weil ich arbeite in Deutschland. Ja, ich musste auch. Ja, ich habe zu einer Bank gegangen. Ich möchte auch ein Haus kaufen, aber geht nicht, weil ich habe einen Aufenthalt von 3 Jahren und das geht nicht. Ich muss immer in Deutschland bleiben, Aufenthalt von immer in Deutschland. Und das ist ein bisschen schwer, aber ich denke, nach 3 Jahren kann ich das machen, weil ich denke, das ist nicht schwer. Und ja, das ist alles. Also in erster Linie, finde ich, hat er sprachlich gut dazu gelernt, also ist er auch sehr ehrgeizig. Also ich finde, er kann stolz darauf sein, dass er seinen Weg so fest im Auge hat und den Weg auch geht. Also auch ein Ziel sieht. Also er ist ganz ambitioniert, sprachlich das zu lernen, sich überhaupt irgendwie zu integrieren und hat seine Zukunft irgendwie gut vor Augen. Dass er tatsächlich auch Zukunftspläne hat in Form, dass er mal ein Haus kaufen möchte und hier auch bleiben möchte. Also dass er das so konsequent verfolgt. Ja, was ich wichtig finde, aber allgemein für die Situation, ist, dass die Integration noch so ein bisschen mehr stattfindet eben zwischen, in dem Fall jetzt, dass sich das mehr mischt irgendwie. Jetzt nicht nur immer das, letztendlich ist es, finde ich, sprachlich wichtig, dass man da sprachlich am Ball bleibt und nicht irgendwie zurückverfällt und nur Arabisch spricht oder nur Deutsch oder dass man wirklich am Ball bleibt, vielleicht auch versucht, Freunde zu finden oder wie auch immer. Und ich würde Herrn Hussein als Freund bezeichnen. Auch mit meinen Kindern ist eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis geworden. Ja, ich möchte auch danken Sabina, weil sie hat zu viel Hilfe mir von Sprache und ihre Kinder auch Johannes und Pauline auch. Die Familie gefällt mir sehr gut, die Familie. Ich möchte auch das sagen, weil muss das sagen. Das bedeutet, ich bin kurdischer Mann. Ich möchte, die Leute hat alles in Deutschland gekommen. Alles. Das ist schwer in Deutschland, wenn ein Mann arbeiten oder sprechen mit den Leuten. Aber muss das machen, weil in Deutschland das Leben ist besser als in Syrien, weil in Syrien ist alles Krieg und ja, das ist alles.